So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen. Zurück zu die Siedler 2. Yeah. So, ich habe einen kleinen Tipp bekommen. Und zwar probieren wir es aus. Oh. Man kann auf V die Geschwindigkeit erhöhen. Vielen Dank für diesen Tipp. Dann können wir jetzt zumindest hier... Ich werde es immer wieder mal umstellen, wenn wir nach weiteren Baumöglichkeiten suchen. Dann werde ich es wieder umstellen, einfach damit... Damit wir jetzt hier nicht zu viel verpassen. Aber das ist natürlich jetzt schon sinnvoll, wenn wir uns nur damit beschäftigen, dass das hier fertig wird. Ist, denke ich, logisch. So. Wie sieht es grundsätzlich aus? Gold ist so gut wie away. Ansonsten, Kohle haben wir reichlich. Eisenerz haben wir reichlich. Nicht reichlich, sondern reichlich. Ich habe erfahren, beziehungsweise vermuten, dass einige meiner Zuschauer, dass die Möglichkeit, hier einen Hafen zu bauen, weggepatcht wurde. Keine Ahnung. Das kann gut sein. Ich bin jetzt mal so naiv und glaube euch das einfach mal. So. Oh, da oben ist auch ein. Nice. Sag mal, was wollen die hier mit der ganzen Kohle? Was sollen wir mit der ganzen Kohle? Hast du jetzt mal die Steine hier weggebaut? Das wäre mega Nietzsche. Es wurde aber auch schon erwähnt, dass das 9. Level relativ einfach ist. Im Vergleich jetzt zu anderen Leveln. Zum 10. wurde noch gar nichts gesagt. Da wurde ich bloß vorgewarnt, dass ich da komplett ohne Tipps auskommen werde. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf auf die neue Challenge. Weil ich sage jetzt mal... Oh. Ich bin jetzt tatsächlich einfach mal so hochnäsig. Und behaupte... dass wir das nicht mehr verlieren. Das behaupte ich aus dem Grund Statistiken. Wir sehen, das Land der Roten ist echt klein. Es sind nicht viele Gebäude, Einwohner. Es passiert nichts mehr. Ihre Waren steigen, die müssen im Prinzip steigen, wenn sie auch nur ein Forsthaus haben. Militärmacht bleibt gleich, ihr Gold ist relativ niedrig. Produktivität ist echt mies. Ja! Jetzt aber, Freunde, da kommt doch noch eine Goldquelle raus. So, was haben wir noch? Noch mehr Kohle. Ja, Gott sei Dank. Nee, hier können wir noch nichts hinbauen. Wir müssen wirklich hier was hinbauen. Was nice ist, ist, dass er hier schon rüber geht. Er macht sich nicht die Arbeit, den Fleck da frei zu machen. Ist vollkommen in Ordnung, solange er sich später drum kümmert. Das, was er hier oben treibt, ist reine Provokation. Damit will er mich einfach nur ärgern. Alter, wie schnell der Seil springt. War echt ein wertvoller Tipp mit dem V. Ich habe das nicht gewusst. Mir wurde das sicher schon mal irgendwann mal gesagt, aber ich habe es einfach verratzt. Also. Ich krieg jetzt nicht irgendwie eine unglaubliche Fülle an Kommentaren. Aber wenn das irgendwie vor 80 Folgen mal gesagt wurde, dann kann es schon mal passieren, dass man das vergisst. So, schickt mir mal hier die Kundschaft her. Vielleicht können die hier sogar schon ein bisschen was machen, oder? Da, sie kommen zumindest schon. Sieht doch ganz gut aus. Du machst den hier weg, du machst den hier weg, du machst den hier weg. Das ist nämlich Arbeitsteilung, Freunde. Ich mache hier nur mal wieder die Vorlagen. Genau, hier haben wir... Oh, nice, oh, richtig viel Gold. Die haben kaum Gold abgebaut, die Idioten. Die haben kaum Gold abgebaut. Das ist natürlich ein Traum. Traum für uns, dumm von ihnen. Er baut sein Schiff. Er baut's. Wir haben halt keinen Hafen dafür. Also. Das hilft uns leider nicht. Na los, wuselt euch da jetzt durch. So, jetzt bin ich die gehen gleich wieder weg. Die kommen hier nicht durch. Hier oben anscheinend kommen sie auch nicht weiter. Liegt vielleicht an dem Steinbrocken hier.
Aber die kommen da momentan noch nicht durch. Okay, dann schicken wir sie nachher einfach nochmal los. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich hätte bloß irgendwie gern langsam mal da so einen Durchblick. 101 Gold haben. Können da gleich weitertragen. Können da gleich weitertragen, Freunde. Direkt hier rein, genau. Genau. Während die hier schön das Gebirge wegmachen, könnt ihr das darüber tragen. Ihr habt sowieso nichts zu tun. Ist auch eine schöne Bauernhoffläche, aber es gibt nichts. Nichts über diese Perfektion. Diese Perfektion. Den Rest schauen wir uns jetzt nicht an. Der ist eher... So, wie sieht's aus? Ja, wir können noch mehr Fahnen bauen. Ja. Er baut auch langsam sein erstes Schiff. Was ist hier los? Wasser gefunden. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Haben wir Wasser gefunden, Freunde. Zeigen uns mal kurz, was wir so für Leute am Schlüssel haben. Wir hätten, also Bauern haben wir keinen mehr. Das heißt, wenn wir jetzt noch, wenn wir Interesse hätten. Dann wäre es vermutlich die Sense. Machen wir mal nach gleichen Teilen, würde ich sagen. Vielleicht kriegt der dann oben auch was ab und kann uns ein paar Sensen zusammenschustern. Dann machen wir vielleicht noch den ein oder anderen Bauernhof. Wenn ich gut gelaunt bin, dann machen wir das vielleicht noch. Also das hier oben sieht gut aus. Kommt da jemand? Da kommt auf jeden Fall einer, der im Bergwerk arbeitet. Das Gold. Ah ja, da wird es hin transportiert. So viel Gold. Nein. So, wie sieht's aus? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Mei, 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 was soll man da machen? Bin ich jetzt mal gespannt, welche Hütte er besetzt. Genau, Goldschmiede ist da. Alter, wir haben aber viele Kohlebergwerke mittlerweile gebaut. Naja, wir sind jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig aufgestellt. Schweinehirt wird auch noch gehen. Oh, wir hätten noch einen Angler am Start. Ich habe gehört, dass es da oben unglaublich saftige, leckere Schlammspringer geben soll. Also wirklich so groß und saftig, wie man sie selten gesehen hat. Das ist der legendäre Level 9 Schlammspringer. Der ist super geil. Der ist super geil. Ein bisschen Salz, ein bisschen Zitrone, so Petersilie. Nice, einfach schön, einfach lecker. Sowas will man haben. Wenn ich totalen Stuss rede, liegt es einfach nur daran, dass ich seit 6 Uhr wach bin. Es ist jetzt wieder abends. Ich nehme immer am Abend auf. Und ich da manchmal schon so einen kleinen Schlafentzug habe. Ist aber nicht schlimm, weil ich freue mich, um ehrlich zu sein, auf die Aufnahmen am Abend. Ich freue mich da drauf. Jo, bitte. Wobei, bei Siedler 3 habe ich ein bisschen Schiss. Bei Siedler 3 musste ich jetzt ein Level wiederholen. Oder muss ich gerade ein Level wiederholen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen Knieschlottern, weil das Level ist echt schwierig. Und ich will ein Level maximal einmal wiederholen müssen. Boah, krass, da ist nochmal Gold. Okay, uns kann gar nichts mehr passieren. Jo. Jo, Freunde. Die haben ihr Land, weil wir gut reagiert haben, weil wir schnell genug waren, haben die ihr Land nicht gescheit ausnutzen können, so du kannst hier weg. Ist irgendwo. Das mache ich jetzt aber eher, weil ich lustig bin. Ihr wisst ja, dass ich ein unglaublich witziger. Ah! So. Macht der langsam was? Der Schlosser? Hat er schon irgendwas erledigt? Nö.
Fleischerarbeiten auf Hochtouren. Nice. Oh, da drüben ist Eisen. Das ist auch sehr wichtig. Wie sieht's denn jetzt aus, Freunde? Macht doch jetzt mal die Hügel hier weg. Fischhütte da oben steht bald. Sehr schön. Da Odin hustet kurz. Oh, die sind beide besetzt. This is so luxury. Yes, sir. Warten wir vielleicht sogar noch ein bisschen. Ob wir die nicht sogar hier hinbauen können. Warten wir noch, bis die beiden wechseln. Dann können wir uns überlegen, ob wir den hier hinbauen. Ich werde übrigens nur so lange beschleunigen, bis das Gebirge weg ist, okay? Nur damit ihr Bescheid wisst. Länger will ich nicht beschleunigen. Wir müssen uns das jetzt nicht hier antun und ewig angucken. Aber ich will bei den Kämpfen, da will ich nicht auf Beschleunigen gehen. Ist eine absolute Ausnahme, ist echt ein super, super Gadget. Und ja. Jetzt mal kurz. Sinnvoll bei dem Gebirge. Wäre vielleicht beim ersten Asiaten-Level auch schon sinnvoll gewesen. Könnt ihr euch sicher noch erinnern an diese fette Bergwand. An diese dicke, 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 fette Bergwand. Okay, geht gar nicht anders. Dann bauen wir hier unser Gebäude hin. Let's go. Baut es mir mal schnell dahin. Und dann würde ich eigentlich gern so langsam nochmal... Wisst ihr was? Wir probieren es einfach nochmal, würde ich sagen. Ein Schiff ist fair. Da. Die Neptun, die steht jetzt da. Die brennt auch nicht. Falls wir es uns doch anders überlegen und über die See flüchten, können wir ja machen. Ich glaube, wir haben jetzt zumindest schon mal... Ich hab den doch vorher arbeiten sehen. Ich hab den safe vorher arbeiten sehen. Egal. Sind die gleich wieder zurückgegangen, oder wie? Nice. Die sind ja auch wählerisch. Da am Rand vorbei können sie nicht, oder? Gab's mal so ein Kinderlied. Da gab's da so ein Kinderlied, wo es irgendwie hieß... Können wir rechts vorbei? Nein. Können wir links vorbei? Nein. Können wir unten durch? Nein, wir müssen mitten durch. Das war so ein Kindergarten-Ding. Okay, ich spiel's immer noch. Ich sitze immer noch daheim und mach das. Wenn ich in Videospielen versag, dann zocke ich das. Ist so eine Art Live-Action-Roleplay, da verliere ich zumindest. Guter Move. So. Jetzt muss es aber doch langsam hier vorbeigehen, oder? Oh nein, habe ich jetzt... Jetzt habe ich einen Gelehrten hingeschickt. Oh nein, ich habe einen Gelehrten hingeschickt. Ich Dorfdepp. Ach Gottchen. Komm, da ist doch ein schöner Weg hier vorbei. Oh, das ist so unfassbar. Du bist aber auch eine Zicke. Du Zicke, du. Du bist mir aber auch einer. Wie wählerisch kann man... Er geht los. Er geht los. Und was findet er jetzt am Lava? Wahrscheinlich Wasser. Nix. Gut. Super geil. Na, ich sag dazu jetzt einfach gar nichts mehr. Ich werd mich zu solchen Themen nicht mehr äußern.
Wirklich nicht. Zeigen wir mal lieber die Statistik. Da ändert sich ja nicht. Die sammeln einfach nur Waren, vermutlich wirklich einfach Holz. Es ist ein elendes Warten. Ach so, der geht einfach übers Wasser. Servus Jesus. Und jetzt baut er Gestein ab, das gar nicht existiert. Aber er nimmt trotzdem den Stein, da war überhaupt nichts. Er hat sich trotzdem den Stein gegönnt. Er hat einen Kiesel ausgegraben. Mein Gott, du Held. So, jetzt muss ich kurz langsamer machen, damit hier gleich der Goldstopp eingehauen wird. Boah. Boah, krass, ob ich mich jemals... Ob ich mich jemals wieder an das Langsame gewöhnen werde, jetzt, wo ich das Schnelle einmal hatte. Boah, ist das krass langsam, spinnst du. Was, der hört auf. Wow, der hört auf. Das ist schon ein bisschen bitter. Da wäre schon ein bisschen mehr gegangen, glaube ich. Oh, Entschuldigung, das war ja jetzt gerade richtig widerlich. Ah. So. Das stimmt überhaupt gar nicht. Weil die Zeit doppelt so schnell. Deswegen hat er... Ich habe jetzt gerade geguckt, so, hey, wir spielen noch nicht mal 20 Minuten. Die Zeit vergeht doppelt so schnell, Freunde. Oh Mann. Hätten wir noch einen Steinbruch da? Komm, wir gehen auf volle Kapazität. Wir gehen auf volle Steinbruchkapazität. Volle Lotte jetzt rein da. Das dauert ja Jahre. Ne. Ne, du hörst auch auf. Was ist das für eine Arbeitseinstellung? Ich habe die Steinmetzen eigentlich immer gelobt. Und wo sind die Roten? Haben die... Entweder geht dieser Steinweg noch eben... ewig weit. Oder die Roten haben wirklich... wirklich gar keine Motivation am Start. Kann natürlich immer sein, man soll sowas nicht unterschätzen, ne? Wenn da irgendwie, wenn die Roten gerade einen Burnout haben, weil sie das mitbekommen haben mit den Gelben, dann kann das schon sein. Sag mal, du sollst da oben abbauen, ne? Hier mischst du dich nicht ein. Comprende? Nee, man kommt da auch nicht durch. Kein Wunder, dass unsere Forscher absolut nichts machen können. Jetzt müssen die sich da erstmal durchgraben. Oh Gott. Hast du mittlerweile irgendwas? Nee. Haben wir nicht noch irgendwo Eisen? Hier. Also es mag ja sein, dass wir das alles nicht mehr brauchen. Und auch so viele Soldaten nicht mehr brauchen.
Aber wir können ihnen ja zumindest eine sinnvolle Beschäftigung geben. Inventur. Irgendwer Inventur, Inventur, Inventur. Da. Wir haben auf jeden Fall eine Sense. Aber wo ist halt die Frage? Dieses Bergwerk ist verbraucht. Okay, ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Ich glaube, gerade was Kohle angeht, sind wir noch ganz gut unterwegs. Nice, jetzt haben wir wieder drei Steinbrüche am Start. Die sollen jetzt hier sich durchbuddeln. Zeigen, was sie können. Vielleicht organisieren wir noch ein paar Zwerge. Die sind bei sowas immer sehr geübt. Einmal nochmal die Inventur. Was haben wir noch? Wir haben insgesamt 5 Steinmetzen. Das heißt, da würde noch was gehen, wenn hier Bauplatz ist. Nein, macht es doch jetzt endlich weg. Oh. Wahnsinn, du. Aber wie schnell die da die Gebäude aus dem Boden stampfen, ne? Also in der Top-Geschwindigkeit natürlich. Das ist schon irgendwo angenehm.